Test 1, 2, 3. Liebes Publikum, im Laufe der letzten Jahre und Monate hat eine besondere Art von Video auf YouTube eine Popularität erlangt, mit der ich mich persönlich nicht anfreunden kann. Das sogenannte Teardown-Video, das im Elektronikbereich die Reparaturvideos, die Tutorials verdrängt hat, einfach nur durch das Öffnen von Geräten, kann mich nicht befriedigen. Ich bin sozusagen dafür, dass wir wieder zurückkehren zu einer Kultur des Reparierens, zu einer Kultur des Recyclings, zu einer Kultur, die... Scheiß was drauf, Mann. Ich meine, in Wirklichkeit wollen wir alle nur sehen, wie irgendwelche Vollidioten, Typen wie ich, irgendwelches Zeug kaputt machen. Wir hätten hier beispielsweise einen Switch. 100 Mbit, Allnet. Ich glaube, Allnet ist irgendwas von Intel, aber ich bin mir nicht sicher. Zusammen mit diesem Switch haben wir eine Komponente, die in der heutigen Zeit absolut unentbehrlich ist. Ich hasse es, wenn Technologie hält, was sie verspricht und im Grunde genommen kaum zu zerstören ist. Sogar als echter Freund der Gigabit-Internet-Bewegung war ich außerstande dazu, mit angemessenen Mitteln diesen Switch in einem Teardown-Video zu verwenden. Können erstaunlich viel ab, die Dinger. So einfach. Kondensator. Smells like technology.